Canada, das Beste! Hallochen. Schmiteinander, wie alles begann. Köln am 14. September 1404. Herzlich willkommen zu Miteinander, unserer gepflegten Show am späten Sonntagabend. Auch heute wieder Gäste und Musik. Und die Filmfreunde unter Ihnen können sich schon ganz besonders freuen, denn das war Frankensteins Fluch. Und demnächst gibt es den Science-Fiction-Film Karl Moik in Zurück in die Kuhzunft mit Caroline Reiber als Kuh. Ja, kommen Sie gerade mal hier. Doch, es ist wahr, aber sagen alle, es darf nicht wahr sein. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Nette Kuh, Martina. Martina, woher kommen Sie? Aus Köln. Aus kaum Köln. Zu glauben, aber... Kaum zu glauben. Ja, war mal eine schöne Sendung mit Pit Weyrich. Ja? Mag sein, ja. Wäre das ein Typ für Sie, Pit Weyrich? Nö. Warum nicht? Zu alt. Zu alt. Hallo Pit, wenn du uns siehst, zu alt. Zu alt. So, jetzt konzentrieren wir uns. Sie können ein tolles Schmiedeinander-T-Shirt gewinnen, ja? Ja? Möchten Sie das gerne? Ja, Sie müssen nur eine Frage beantworten, die geht folgendermaßen. Was versteht man unter Pench? Oh, das ist schwer. Keine Ahnung. Lass mal raten, Pench? Pench ist exakt die Mitte von Lampenschirm. Hallo, das war ich. Guten Tag. Ja, rein Sie Boote? Ja. Trinkboote. Willkommen, meine Damen und Herren, auf der Kartrennbahn in Mönchengladbach, auf der heute vor einer bedeutenden Zuschauerkulisse der große Preis von Nordrhein-Westfalen gelaufen wird. 11 Pferde sind am 1600-Meter-Start, die Favoriten kommen aus prominenten Stellen. Nummer 3 Violent Spill und Nummer 6 Sharp Annie sind die meistgewetteten Pferde. Zu den Außenseitern gehört das Gespann Feuerstein mit Harald Schmidt und Sulki, Nummer 4. Fliegender Start hinter dem Auto. Und Feuerstein, der kapitale fünfjährige Hengst mit dem Wallachgesicht, ist am Start wie schon so oft der Schnellste und zieht an die Spitze. Verfolgt von 10 Gegnern, deren Fahrer sich schon frühzeitig rühren müssen. Feuerstein kämpft.
bleckt das Pferdegebiss, bis es knirscht, gibt für seinen Fahrer das Letzte. Und angetrieben durch den unbarmherzigen Harald Schmidt, passiert er die jubelnden Menschenmassen in sauberer Gang. Trab in höchster Vollendung, so erreicht er überlegen das Ziel. Für die geschlagenen Favoriten bleibt nur noch der Kampf um die Plätze. Großer Bahnhof dann für das siegreiche Gespann. Feuerstein, gezeichnet vom Rennen und Harald Schmidt, staubtrocken. Kommentar vom Pferd. Feuerstein, der immer ganz große Sprüche riskiert. Und ich habe es ihm vorausgesagt, wurde sehr, sehr, sehr scharf kritisiert, weil er hat letztes Mal mitgemacht über Leute, die Akne haben. Pickel. Eitrige, verstopfte Poren im Gesicht. Vorwiegend junge Menschen, ja. Es kamen sehr, sehr viele Beschwerden aus Düsseldorf. Also ein süßer Umschlag mit einem kleinen Hund drauf wurde uns auch geschickt von jemand, der auch total verpickelt ist und sich sehr geärgert hat. Und toll, dass Sie das gemacht haben. Ich habe es Feuerstein vorausgesagt. Du kannst nicht über Leute, die eh schon Probleme haben, verpickeln nicht mehr aus den Augen sehen, kannst du nicht herziehen und Witze machen. Ja, das hast du ja auch recht. Es war ja auch nicht über die Leute, es ging ja eigentlich da so mehr um deine Pickel. Und ich meine, ich habe das auch eingesehen, ich habe auch ein bisschen nachgedacht. Und mein Gott, ich habe mich selber in die Rolle versetzt, wenn man ein Pickel ist. Und ich habe als Entschuldigung, jawohl, als Entschuldigung und Huldigung für euch zu Hause, liebe Leute, die euch verletzt gefühlt habt, eine kleine Nummer zusammen mit unserem Komponisten Martin Ernst geschaffen. Akne, das Lied. Ich bin eine kleine Akne mitten in deinem Gesicht. Du kannst mich zärtlich befummeln, doch ausdrücken darfst du mich nicht. Ich bin eine große Akne, ziemlich rot und mit gelbem Rand. Und wenn du über mich streichelst, bleibt Eiter auf deiner Hand. Meine Damen und Herren, Harald Schmidt, ein Gigant, ein Phänomen. Ich habe so viel von ihm gelernt. Vor allem der Umgang mit dem Publikum. Er konnte so liebenswürdig sein. Guten Abend, liebes Publikum. Guten Abend, Herr Schmidt. Und dann auch wieder so energisch und fordernd. Guten Abend, liebes Publikum. Guten Abend. Und manchmal war er einfach nur richtig süß. Guten Abend, liebes Publikum. Guten Abend, Herr Schmidt. Ich wünschte, ich könnte das auch. Guten Abend, liebes Publikum. Guten Abend, Herr Schmidt. Aber wer ist Schmidt wirklich? Seit dem 2.11. sind Sie in meinen Klammer und nicht nur in meinen Klammer zu Augen. Ein Punkt, 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 Punkt. Ein was? Ich schreibe den Ausdruck besser nicht. Ein was? Anonym. Ein anonymer Brief. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt. Punkt. Was heißt das? Was mag dieser Absender meinen? Meint er ein Falke, ein Sturm, ein großer Gesang, wie es der Dichter schreibt? Nein. Oder meint er häufig, wie oft in solchen Fällen, Arschloch, Wichser, ganz einstimmig? Wie können wir das rauskriegen, Feuerstein? Du, wie wär's mit einer Abstimmung vom Publikum? Oder Zuschauer, Zuschauer, Telefon. Ted. Ja, hallo, Ted. Sie sind aufgefordert, meine Damen und Herren. Hm. Ted. Arschloch, Wichser, ganz ein Schlimmer. Was meint der anonyme Zuschauer
Rufen Sie bitte jetzt unseren TED an. Hier ist die Nummer 0221 für Köln. Und dann wählen Sie bitte, was Sie wollen. Denn wir sind eine demokratische Sendung. Hier wird nicht vorgegeben. Ich weiß allerdings gar nicht, ob die Regie überhaupt in der Lage ist. Was machen wir in der Zwischenzeit? Hast du da was jetzt? Den TED entgegenzunehmen. Ja. Hast du nicht da? Nein. Zur Not hätte ich auch nicht. Nein. Ich immer sowas. Jetzt. Ne? Ja. Mach mich nicht böse. Das könnte aber sein, dass es ein Weilchen dauert, so, bis das kommt. Wir haben den TED vorliegen. Oh, unser Regisseur Thomas Klees. Können wir den TED mal sehen? Das ging ja rasend schnell. Hey! Ja! Yeah. Alle drei noch dicht beieinander. Ja. Der Wichser geht vor. Ja, aber jetzt wird das Arschloch größer, ne? Das Arschloch zieht vorbei. Das sieht ja sehr spannend aus. Du, das wird hart. Ist das nach Wahlkreisen unterteilt, sag? Oh, ja. Schau dir das an. Ah, der Wichser kommt nochmal. So, jetzt wird's eng, das sind auch die Außenbezirke jetzt. Aha. Aha. Ja, du. Oh, das war ja sehr überraschend. Sehr überraschend. Kindergedanken von Hänschen Klein. Dieses doofe Gitter nervt mich tierisch. Da muss ich immer erst einen Haufen machen, damit sie mich rausholen. Viel lieber wäre mir, dass gar kein Gitter da wäre. Dann könnte ich jedes Mal, wenn ich Lust habe, rüber ins Bett meiner Eltern und dort einen Haufen machen. Großartig, meine Damen und Herren. Und Sie wissen ja, das Videozeitalter ist angebrochen. Und deshalb haben auch wir hier ein Videospiel. Und zwar ein Videospiel, das erbarmungslos gesellschaftliche Wirklichkeit reflektiert. Ich gratuliere, Sie dürfen dieses Spiel heute Abend machen. Hallo, wie heißen Sie? Pascal. Pascal. Und weiter? Le Dun. Pascal Le Dun, Franzose? Nein, mein Vater ist Belgier. Ah, also Sie kommen aber woher? Aus Aachen, also ich studiere in Aachen. Ich komme aus dem Sauerland. Was studieren Sie? Geografie. Das kann man immer brauchen. Jetzt kommt Folgendes. Videospiel kennen Sie, ja? Klar. Unser Videospiel heißt Jungle Harry. Und zwar geht es darum, Jungle Harry lebt, wie der Name sagt, im Dschungel. Sehr gut. Er hat die arme Oma entführt und in einem Käfig hält er die gefangen. Ja? Es gibt aber den guten Fireman, der will Oma befreien. Sie haben jetzt die Möglichkeit, das zu steuern. Das ist der Joystick, kennen Sie? Ja, ja, ein bisschen kleiner eigentlich, aber... Na, wir machen es größer, weil wir haben es gern alles ein bisschen größer. Hier geht's nach rechts, hier geht's nach links, nach oben, nach unten. Dieser Knopf steuert Jungle Harry, dieser Knopf steuert Fireman. Alles klar? Ja. Hier ist das Videospiel für Sie. Es gibt tolle Preise zu gewinnen und bitteschön. Und los geht's. Ihre Punkte sehen Sie links, ja? Oben ist der Knopf für Jungle Harry und unten ist der Knopf für Fireman. Sie müssen nach rechts, da geht die Leiter hoch zum Käfig, ja? Rechts. Da geht's nicht weiter auf der kleinen Leiter. Rechts. Jetzt hoch. Hoch. Ja, Achtung, er kommt. Schade. Aber trotzdem gut. Schmeckt drauf! Schmeckt drauf! Schmeckt drauf! Schmeckt drauf! Oma, wir haben ein toll. Hast du gemerkt, wie das Publikum nicht einsetzt? Weißt du, Oma, immer stürzt du dich auf die Oma. Das ist genauso meine Oma, ne? Ja, Mutter. Oma, wir haben eine tolle Überraschung für dich. Und zwar haben wir einen jungen Menschen, rate mal, der kann etwas, was Reinhold Messner nicht kann. Keine Ahnung. Er kann auf den Zehen pfeifen. Nein. Ja, und das hast du dir ja immer gewünscht. Jetzt fällt sie wieder ein. Ja. Ganz toll für dich. Ja, unser Zehenpfeifer.
Jürgen Kern aus Oberbrechtal im Schwarzwald mit Omas Lieblingslied. Ich habe Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren. Yeah, German Embassy, Mr. Baumann. Hallo. Ja. Guten Morgen, hier ist Schmidt. Ich hätte gerne Herrn Botschafter Dr. Weber gesprochen, bitte. Moment, Herr Schmidt. Herr Dr. Weber, bitte. Ja, Moment, bitte. Ja, ich bleibe dran. Letztes Mal hat die alles geklappt? Ja, letztes Mal habe ich alles ausführlich erklärt und so. Da hat er gesagt, Kulturattaché hat aufgelegt. Heute haben wir ihn. Herr Dr. Weber, hallo. Wie heißt die Hauptstadt? Wellington ist die Hauptstadt von Neuseeland. Wellington, jawohl. Obwohl ich jetzt eigentlich streike, soll ich das nicht sagen? Ja. Ich darf Sie bitten, meine Damen und Herren, dass Sie schon mal aufstehen. Wir wollen eine Grußbotschaft nach Neuseeland schicken. Ja? Hallo, Herr Baumann. Ja, hier Weber. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk in Köln. Mein Name ist Schmidt. Wir wollten mal sehen, wie läuft's bei euch da unten in Neuseeland so. Klappt da alles? Mit wem spreche ich bitte? Mein Name ist Schmidt. Ich bin Mitarbeiter des Westdeutschen Rundfunks und wir sind gerade live in einer Unterhaltungssendung, die heißt Schmidt Alander. Sie können jetzt. Hallo? Ich verstehe Sie sehr schlecht. Das sagen viele. Aber, Herr Dr. Weber, da unten bei Ihnen, da rauscht ja auch das Meer. Bleiben Sie doch mal gerade am Apparat. Wir wollen Ihnen jetzt einen Gruß darunter schicken. Ja? Bleiben Sie mal gerade bitte am Apparat. Und ich würde sagen, wir alle springen jetzt für Neuseeland. Bitte nicht auflegen, Herr Dr. Weber. So, dazu muss die Uhr laufen. Ja, nicht? Kann ich auch springen? Ja, du streikst aber, du kannst nicht streiken. Dann höre ich auf. So, ja, okay, wir springen dann alle, die Uhr muss ablaufen, warum, das wird gleich erklärt. Und für Neuseeland. So, einmal dran. Und ich habe nicht gehüpft richtig. Hallo, Herr Weber. Herr Weber. Ist bei Ihnen da unten. Herr Weber ist auf die Gabel gefallen. Ja, wir wollen das gleich mal nachher nochmal testen, ob das angekommen ist. So. Das kann man mit. Moment. Müssen Sie das ein bisschen erklären? Ja. Ja, du musst ja. Es erklären. Für ja. Physikstudenten jetzt aufgepasst. Wie ist es, Feuerstein? Das ist so. Der Schall braucht eine gewisse Zeit, bis er zum Beispiel durch Luft geht, das ist 300 Meter in der Sekunde, oder durch feste Körper wie die Erde, etwa 4600 Meter pro Sekunde. Aha, wie lang braucht also der Schall bis Neuseeland? Genau 38 Minuten und 14 Sekunden. Und wenn wir gut waren, haben wir genau beim. Ja, das haben wir gemacht beim Hüpfen. Ja. Haben wir gestartet. Jetzt einmal Countdown. Über Satellit die Botschaft in Neuseeland jetzt ins Bild, bitte, damit wir sehen. Das ist also die Botschaft von Neuseeland, wo in Kürze unsere Botschaft ankommen wird. Da werden wir nachher hinschalten, meine Damen und Herren. Seien wir gespannt. Und jetzt für Sie unsere Miteinander Hupfdolz. Mit Neuseeland müsste es jetzt doch irgendwie kurz verändern. Nach meiner Zeit, oder? Jeden Augenblick jetzt, ja. Haben wir schon ein Bild, ein Satellitenbild aus Neuseeland? Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Wie weit sind wir denn da im Countdown? 14. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja. Der Botschafter scheint auf dem Balkon zu stehen, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja? Nee, das ist Herr Baumann, glaube ich. Ah, ja. Ja. Vier. Und? Wenn du dich verrechnet hast, Feuerstein. Nee, du, ich hab da mit dem. Nein! Ah, oh, sehr schön. Meine Damen und Herren, wir testen für Sie wieder bekannte und beliebte Sprichworte. Heute, Gegensätze ziehen sich an. Mal sehen, ob das Sprichwort stimmt. Ja.
das ist der Beweis, das Sprichwort stimmt. Hallo Helge, da war's nicht. Nimm Platz. Ja, Freischalte Getränke bitte für Herrn Schneider. Aber gerne. Danke. Helge. Schön. Ja. Gut, dass ich hier bei Ihnen sein, bei dir ja. sein kann. Oh, Harald Schmidt. Sagen. Du kommst aus Mülheim an der Ruhr? Ja. Ja? Ja, ja. Lebst jetzt wo? In Mülheim an der Ruhr. Ach, ja. Aber unter geheimer Adresse. So, das sind schon mal die Gläser. Der Städtename wird natürlich nicht verraten. Und die Geschenke gibt's später. Helge, du hast nicht nur hervorragende Kritiken in Zeitungen, in großen Zeitungen wie der Westdeutschen Allgemeinen. Ja. Auch die Boulevardpresse Zeit und Spiegel feiert dich. Du selbst nennst dich die singende Herrentorte aus dem Ruhrgebiet. Möchtest du den Menschen in dieser Zeit eigentlich mit deinen Liedern auch ein Stück weit Betroffenheit vermitteln? Ich habe bereits als kleiner Junge angefangen mit Musik. Und wenn ich später mal als alter Mann dastehen will, kann ich zurückgucken und sagen, Helge! Entschuldigung. Das war der Kühlschrank, ja. Ach so. Kennt ihr euch eigentlich? Das ist Feuerstein. Ja. Ja. Vielleicht wollt ihr euch einmal umarmen für die Presse. Ja. Danke. Okay, jetzt wieder trotzdem. Wenn ich also alt bin, kann ich auf eine lange Zeit zurückgucken und kann sagen, ich habe als kleiner Junge schon mit Musik angefangen. Hm? Helge, nun zu dir. Die Presse schreibt über dich, Helge Schneider verbessert die Welt, aus der wir kommen und an der wir am liebsten gar nicht erinnert werden wollen, ausgerechnet aus der muffigen Sphäre des Schlagers heraus, vor der wir einst in die Politik geflüchtet sind. Er wiederholt all die falschen Metaphern der Wunscherfüllungsindustrie, ihre grausamen Lügen der Nächstenliebe, denen unsere Eltern auf den Leim gegangen sind. Das sind Texte, die zunächst einmal wehtun. Sie machen betroffen? Ja. Aber ich habe jetzt nicht zugehört. Du sagst in einem deiner Lieder, Helge, ist das eigentlich dein richtiger Name, Helge Schneider? Du sagst in einem deiner Lieder, die schlimmste Zeit des Menschen ist die der Pubertät, die zweitschlimmste Zeit des Menschen ist die danach. Ist da ein Stück weit eigene Verwundbarkeit von dir spürbar hinter solchen Texten? Ich glaube schon, dass ich da mich selbst als Vorbild auch hineingebracht habe. Wir sind ja alle in diesem Problem involviert. Ja. Ich glaube, das war ein gutes Wort hier. Das war sehr schön. Man weiß sehr wenig über dich. Ist das ein Stück weit Abrechnung mit einer Leistungsgesellschaft, die immer unmenschlicher wird, Helge? Ich muss jetzt lachen. Ja. Aber ich habe das nicht verstanden. Wir kommen jetzt zu der Rubrik Blondinen fragen Feuerstein. Hallo? Darf ich mich hier ein bisschen ransetzen? Wie heißen Sie? Jutta. Ich bin, Herbert Feuerstein, Sie haben schöne Haare. Danke. Sie auch. Danke. Können Sie das Ständer? Nö, ne? Ich fühle mich, sehr gut. Fragen Sie mich irgendwas. Eine Hauptstadt oder so? Eine Hauptstadt von Deutschland? Nein, komm, nein, das tut weh, ne? Ja, okay. Ein Land, fragen Sie mir ein Land. Okay, wie hieß der fünfte? Von okay, das kenne ich nicht, wo liegt das? Okay, das liegt irgendwo. Ja, ist gut. Fragen Sie mich doch, wie es mir geht oder so irgendwas, ne? Wie geht's Ihnen? Das ist eine sehr schwierige Frage, denn das bringt uns zum Thema Gesundheit. Und da, liebe Ute, da gibt es ja im WDR eine eigene Sendung und die heißt Ratgeber Gesundheit.
Wie jeden Samstag erledigt Herbert F., 59, auch an diesem Morgen seine Wochenendeinkäufe. Wer den sympathischen Witwer dabei sieht, ahnt nicht, dass er vor einem Jahr das Opfer einer schier unglaublichen medizinischen Schlamperei wurde. Ich hatte immer schon Probleme mit dem Herz. 2 Schachteln Zigaretten, mir blieb die Luft weg. Deshalb riet mir mein Arzt zu einem Schrittmacher. In der Uniklinik sollte bei Herbert F. die Routineoperation durchgeführt werden. Dabei wurde, unglaublich aber wahr, nicht der bereitliegende Schrittmacher, sondern der Walkman der Oberschwester eingepflanzt. Der operierende Arzt, Professor Dr. Harald Schmidt, der aus verständlichen Gründen ungenannt bleiben möchte, äußerte sich uns gegenüber zu dem Vorfall. Wir bedauern den Vorfall sehr. Die verantwortliche Putzfrau wurde bereits in ihrer Heimat ausgewiesen. Und wir haben ja auch Herrn Herbert F. den Walkman nicht berechnet. Herbert F. hat jetzt die Uniklinik verklagt, nachdem man ihn mit 2 Leerkassetten und 27,80 Mark Schadenersatz abspeisen wollte. Ich komme kaum noch zu was anderem. Der Prozess erfordert meine ganze Kraft. Mit einfacher Gartenarbeit versucht Herbert F., sich wenigstens ein bisschen abzulenken. In wenigen Wochen soll der klobige Walkman aus seiner Brust entfernt werden. Dann hofft der Witwer auf eine technische Neuheit, die Mini-CD. Das sind unterschiedliche Buchstaben, liebe Freunde, von der Sommerbühne. Einen dieser Buchstaben wird mein Partner, wie heißt du? Feuerstein. Danke. Jetzt wegwischen. Was ist das für ein Geräusch? Das Wegwischen. Was, hast du es gemacht? Nein, der Schwamm. Wisch nochmal. Echt? Wisch mal die Kamera, ob es da auch so macht. Das ist aber toll. Stuhl? Ja. Wann? Gestern. Wie? Hart. Stuhl? Jawohl. Wann? Heute. Wie? Flüssig. Stuhl? Ja. Wann? Morgen. Wie? Elektrisch. Gabi aus Bad Salzstedt-Vertreib und Halle Schmidt, Halle Feuerstein, sag mal, habt ihr eigentlich auch so guten Kontakt zur Frau des neuen Präsidenten? Hillary Clinton wurde heute Morgen von mir auf dem Flughafen mit allen militärischen Ehren abgeholt, meine Damen und Herren. Nur du bist heute so aufgekratzt. Was hast du denn gemacht? Ich war angeln. Du, das sieht man nicht nur, das riecht man auch. Ehrlich, Feuerstein? Wie meinst du das? Furzibär, du riechst nach Fisch, der ganze Bär. Der ganze Bär riecht nach Fisch? Oh. Ich merke überhaupt nichts. Tja, Furzibär, das ist so der Haken beim Angeln. Selber merkt man das nicht. Ehrlich? Das ist mir aber peinlich, wenn der Bär nach Fisch riecht. Da gehe ich gar nicht mehr angeln. Aber Furzibär, so schlimm ist das gar nicht. Ein bisschen Fischgeruch, das gehört nun mal dazu. Das haben alle Bären hinterher. Wichtig ist nur, dass du den Geruch wieder loswirst. Ja? Ehrlich? Ehrlich, Furzibär. Und deshalb merke dir, wenn du wieder mal Lust hast auf Angeln, nimm immer ein Stück Seife mit für hinterher. Ich verspreche dir, Feuerstein, das vergesse ich nie mehr. Ische, mische, Fischgeruch, ist das Fotzi-Bärenfluch. Wer zur Angel greift, den Bär danach einseift. Hey! So, ruft denn unser Gast jetzt noch ein zweites Mal an? Sonst kann ich noch einen Leserbrief vorlesen von Bernd aus Aachen.
der über Fozzie-Bär sich gewundert hat, weil seine Tochter gesagt hat, sie kennt ihn aus der Muppet Show und da heißt er Fozzie-Bär und bei uns heißt er immer Fozzie-Bär. Das ist richtig, Herr Schott. Auf Fozzie-Bär ist die englische Aussprache. Fozzie-Bär kommt durch das Doppel-Z. Doppel-Z ist phonetisch wie TS, das heißt, die Zunge wird hinter den unteren Schneidezähnen angelegt und das ist eine Aussprache Fozzie-Bär. Das ist durch die Duden-Redaktion bestätigt. Fozzie-Bär, das ist aber noch nicht ganz geklärt, deswegen haben wir diese Folge momentan nicht im Programm, aber Sie können Ihrer Tochter Bärbel sagen, Fozzie-Bär ist die korrekte Aussprache, wenn es Deutsch ist. Englisch natürlich Fozzie-Bär, aber wir sagen Fozzie-Bär. Ja? Dankeschön für Ihren Brief. Einsam, von aller Welt verlassen und selbst von ihrem Hund verschmäht. Es könnte an ihrem Duft liegen. Deshalb greifen sie zu Tierischer Frühling. Der Duft, den Hunde unwiderstehlich finden. Tierischer Frühling, der tierische Geruch. Meine Damen und Herren, Schmiedeinander das Beste, dazu gehört Kultur. Unser Anliegen, unser Bedürfnis und auch unser Ziel. Kultur heute Abend, denn auf Wunsch des Direktoriums des WDR ist Schmiedeinander ab sofort eine Kultursendung mit dem Untertitel Titten, Tunden, Exkremente. Klingt vernünftig. In unserer Welt gibt es zu wenig Liebe, das wissen wir aus vielen Briefen, die wir immer wieder von Ihnen bekommen. Es gibt zu viel schmutzigen kalten Sex in Toreinfahrten, auf Küchenfußböden, in Schreibtischschubladen. Das echte Gefühl bleibt dabei auf der Strecke. Wir sind sehr froh, diesem Trend sinnloser Gewalt ein bisschen entgegenwirken zu können. Mit einem der schönsten Lieder von Franz Schubert. Ich schieß den Hirsch im grünen Forst. Im tiefen Tal das Reh. Den Adler auf dem Klippenhorst, die Ente auf dem See. Kein Ort, der Schutz gewähren kann, wenn meine Flinte zielt. Und dennoch hab ich, harter Mann, die Liebe auch gefühlt. Und dennoch hab ich, harter Mann, die Liebe auch gefühlt. Wir testen für Sie wieder bekannte und beliebte Sprichworte. Heute, auch ein blindes Huhn findet einmal ein Korn. Mal sehen, ob das Sprichwort stimmt. Das ist der Beweis. Das Sprichwort stimmt. Ja, was? Der Heck ist gerade angekommen, der ist an der Port. Hey. Oh, großartig, das ist toll. Wo ist meine Gitarre? Hier. Wo? Diese. Hast du die oben gelassen? Ja. Was? Soll ich die holen? Moment, warte hier, ich hol schnell die Gitarre. Ja. Beeil dich bitte, ja? Boah.
sein. Schön, dass Sie da sind. Weg, bitte. Wir sehen. Danke. Schmidt, holt gerade seine Gitarre. Kommt sofort. Holt die Gitarre? Ja. Aha, gut. Kann nur eine Sekunde dauern. Wie geht's? Dankeschön, gut. Wie war der Flug? Danke, danke, in Ordnung. Bin aus Berlin gekommen. Hab Radio gemacht. Wo sind Sie denn hergekommen? Aus Berlin. Oh, toll. Möchten Sie was trinken? Bitte? Möchten Sie was trinken? Oh ja, gerne. Wir haben aber nichts. Blöd, dass er nicht kommt, ne? Bitte? Ich glaube, ich gehe mal. Stuhl, ja. Okay, ich gehe mal gucken. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Er müsste eigentlich jeden Augenblick da sein. Schmidt, was machst du denn hier? Wo? Das ist nicht miteinander, das ist durcheinander, habe ich das Gefühl. Guten Abend. Liebe Schande. So, Dieter Thomas. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn Dieter Thomas Heck? Ach, du Scheiße. Wo ist er denn jetzt? Hier ist er gesessen. Ja, das ist doch nur, weil die Gitarre wieder nicht hier war. Hast du es wieder verbockt? Hm? Muss ich böse werden? WDR. Hinter den Kulissen einer Traumfabrik. Über diesen Aufzug kommen Sie. Durch diese Gänge gehen Sie. Hinter diesen Türen arbeiten Sie. Die Giganten des Bildschirms, die das Leben von Millionen beglücken. Seien Sie deshalb auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt WDR. Hinter den Kulissen einer Traumfabrik. Der Blick in eine Welt, wo Wunder Wirklichkeit werden. Was Problem im Taxi? Ich hatte ein Problem im Taxi. Hallo, Taxi. Hallo, Feuerstein. Ah. Jawohl, jawohl, jawohl. Meine Damen und Herren, das war's auch schon wieder fast für die heutige erste Folge von Schmidt an das Beste. Viele weitere tolle Folgen sind noch vorgesehen. Und bevor wir jetzt zur großen Schlussnummer kommen, dem absoluten musikalischen Höhepunkt aller Zeiten, den Giganten des Rock, AC/DC, hier in diesem Studio, möchte ich mein Gefühl für heute so zusammenfassen. Ich hatte eine Superlatte. Ich hatte tierisch viel Spaß. Du bist so nett und sagst jetzt Icy Daisy an. Ja, alles klar. Jetzt, du, ich freue mich wirklich, Harold, dass ich überhaupt die Ehre habe, den eigentlichen Höhepunkt des Abends anzusagen. Und zwar sehen wir jetzt zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine Band, von der schon der berühmte Feuerstein mir erzählte. Die kommen noch ganz groß raus, dieses Jahr auf alle Fälle. Und zwar scheinen sie wirklich alles zu haben, was eine Heavy-Metal-Band heutzutage braucht. Lange Haare, Lederklamotten, kurz bekleidete Mädchen und natürlich meterweise Sex Appeal. Und hier sind sie, AC/DC. Hey! Ja!